20. Freitagmorgen und Semester und damit wieder Zeit für die Freitagskonferenz hier am Fachbereich JGU, Fachbereich 06. Ich freue mich, die heutige Freitagskonferenz zu eröffnen und sehe dort schon zumindest das Videobild eines unserer Gäste heute, nämlich Isabel Frey. Wir freuen uns besonders, dass wir heute zwei Gäste gleich begrüßen können. Zum einen Isabel Frey, zum anderen Frau Dr. Margarete Medorn. Da ist sie jetzt auch. Herzlich willkommen in diesem digitalen Format der Freitagskonferenz. Schön, dass ihr dabei seid. Ihr sprecht heute, man sieht es auf der Präsentation ja auch schon, über Dolmetschen im Gemeinwesen als wichtigen Beitrag gegen Diskriminierung. Großartige Konferenz. Ich freue mich sehr. Vielen Dank, Sabine, dass du diese Konferenz organisiert hast und dass du unsere Rednerinnen gleich auch vorstellen wirst. Ich möchte, bevor ich dir das Wort gebe, noch ein paar organisatorische Kleinigkeiten loswerden. Wie immer, das eine ist der Hinweis, dass wir heute nicht nur auf Big Blue Button unterwegs sind, sondern auch direkt auf YouTube streamen, damit wir diese Aufzeichnung auch hinterher für die Studierenden zum Üben zur Verfügung stellen können. Das heißt, alle, die hier jetzt eingeloggt sind, erklären sich damit einverstanden. Nur zur Beruhigung, die Teilnehmerliste erscheint nicht auf YouTube. Wer sich trotzdem Sorgen macht, kann sich selbstverständlich auch gerne mit einem Kürzel einloggen und muss hier nicht mit Klarnamen erscheinen. Ich würde des Weiteren darum bitten, weil wir heute auch streamen, dass bei eventuellen Fragen die Technik nicht über den Kanal Medientechnik angechattet wird, sondern direkt über die Namen bzw. über den Namen. Das ist heute Sarah Leubner, die uns in der Technik begleitet. Vielen Dank dafür. Sie erscheint in der Teilnehmerliste ganz oben. Wer also technische Probleme hat, kann sie einfach direkt dort über den privaten Kanal anschreiben. Ansonsten, für diejenigen, die sich vielleicht mit Big Blue Button noch nicht so auskennen, kann man die Größe der Präsentation anpassen, man kann die Videobilder verschieben, man kann das Videobild größer machen im Vergleich zur Präsentation. Damit kann man also einfach im eigenen Browser ein bisschen rumspielen, bis man das Ganze so eingestellt hat, wie es für einen selber ideal ist. Wir würden alle darum bitten, wenn man in die Kabinen geht, die Links dazu stehen in den geteilten Notizen, nur mit stumm geschaltetem Mikrofon in diese Kabinen reinhören und eben auch nichts in die Chats hineinschreiben. Wir bekommen gleich eine Konsekutivverdolmetschung der Vorstellung. Auch da würde ich einfach um etwas Geduld bitten. Konsekutiv bedeutet ja, da bekommt man dann erst hinterher die Verdolmetschung. Also da dann nicht ungeduldig werden, wenn die Kabinen in dem Moment stumm sind, das sollen sie. Ansonsten ist nicht mehr furchtbar viel zu sagen. Zwei Sachen noch. Wer zwischendrin im Laufe des Vortrags schon Fragen hat, darf die gerne in den Chat schreiben. Ich behalte den Chat im Auge und würde dann entsprechend einmal ganz kurz mein Videobild anmachen. Dann sehen unsere Rednerinnen schon, ach, wenn da das Videobild kommt, dann muss es eine Frage geben. Dann kann man nämlich direkt an der Stelle schon einhaken. Also bitte gerne Fragen punktuell auch schon während der Präsentation stellen. Wer das nicht möchte, kann sie selbstverständlich auch im Anschluss an die Präsentation stellen. Da haben wir noch ein Zeitfenster für Fragen und Antworten. Und eine allerletzte Bitte, die ich immer noch einmal loswerde. Diejenigen, die schon öfter bei der Freitagskonferenz waren, wissen das schon. Es ist eine Übungskonferenz für unsere Studierenden, also eine quasi authentische Dolmetsch-Situation, die wir unseren Studierenden gerne bieten möchten, um sie in einer realen Kommunikationssituation auch in diesem Online-Semester dolmetschen zu lassen, um ihnen diese Möglichkeit zu geben. Das können wir natürlich nur dann tun, wenn diese Kabinen, diese Links auch geschützte Räume bleiben. Und deshalb hören Sie in diese Kabinen gerne rein,
mit viel Wohlwollen und mit viel Freude an der Leistung der Studierenden. Aber behalten Sie immer im Hinterkopf, dass das im Moment Studierende sind, die unter sehr suboptimalen Bedingungen von zu Hause arbeiten. Das sind keine professionellen Dolmetschbedingungen, die wir Ihnen gerne bieten würden, aber leider aufgrund der Pandemiesituation nicht bieten können. Und es sind Studierende, bei denen durchaus auch mal etwas nicht laufen darf. Und da wäre es ganz wunderbar, wenn wir uns darauf verlassen können, dass alle, die da reinhören, das entsprechend nicht kommentieren, streamen, aufzeichnen oder sonst wie irgendwie weiter verbreiten, sondern respektieren, dass das ein geschützter Übungsraum für die Studierenden sein soll. Denn nur dann können wir diese Konferenz in Zukunft auch so weiterführen. Und bisher hat das wunderbar geklappt. Deshalb verlasse ich mich darauf, dass das heute sicherlich auch nicht anders sein wird. So, das war mein Wort zum Sonntag. Und da ich heute diejenige bin, die am allerwenigsten Interessantes zu berichten hat, höre ich jetzt mal auf, halte meine Klappe und übergebe Sabine Seubert das Wort, die unsere Gäste heute vorstellt. Merci, Marraine. Et je vais le faire en français, en espérant que tout le monde m'entende et me voit ici. Donc, bonjour à tous. Lorsque j'ai appris que j'allais avoir l'honneur de présenter mes chers collègues, je me suis d'abord posé la question de l'ordre dans lequel j'allais le faire. En effet, les deux CV sont extrêmement impressionnants. Alors, par qui commencer ? Ne le sachant pas, j'ai opté pour la solution de la facilité et j'ai opté pour l'ordre alphabétique. Alors, je commencerai par toi, Isabelle Frey. Elle a passé son master en interprétation de conférences à Heidelberg et à Monterey. Elle dispose donc d'un double master. Déjà assez impressionnant. Ses langues de travail sont l'anglais, l'espagnol et le français. Et dans son CV, elle indique déjà avoir été la voix d'Angela Merkel, de Wolfgang Schäuble, de Sigmar Gabriel, de Heiko Maas, de Claudia Roth, de Franziska Giffey, mais ça, je ne sais pas si c'est encore une référence depuis hier, mais donc, pour le moment, elle figure encore à ton actif, Isabelle. Ensuite, Dai Weiwei, de Daniel Barenboim. Rien que ça. Par ailleurs, Isabelle est assermentée auprès des tribunaux de Berlin et membre de notre association professionnelle de la VKD. C'est d'ailleurs là que moi j'ai fait sa connaissance. Isabelle est engagée dans l'équipe d'encadrement de la Berliner Initiative qu'elle va nous présenter aujourd'hui avec sa collègue. Il nous dira probablement également ce que fait cette équipe d'encadrement. Donc, avec sa collègue, Dr. Margarete Meedorn. Margarete a passé son diplôme d'interprète de conférence chez nous, à Germersheim, à l'époque où nous passions encore des diplômes et non pas des masters. Ses langues de travail sont le français, l'anglais et l'espagnol. Et elle a également passé une thèse de doctorat, mais là dans le domaine interculturel. Et dans cette thèse, elle a analysé la politique de la culture en France et les initiatives citoyennes dans ce domaine entre 1945 et 1970. Margarete est également assermentée comme interprète et traductrice auprès des tribunaux, mais non pas à Berlin, mais dans le Schleswig-Holstein à Kiel. Sa carrière professionnelle a commencé au ministère fédéral des Transports, à Bonn, ce qui l'a mise en contact avec les autres ministères fédéraux, donc les affaires étrangères, la coopération, le développement, le ministère de l'Intérieur, et j'en passe. Aujourd'hui, Margarete Meedorn reste très engagée dans les relations culturelles et surtout dans les échanges franco-allemands. Et ceci lui a même valu deux décorations
dont une des plus prestigieuses en Allemagne, je dois dire, le Bundesverdienstkreuz am Bande, pour son engagement à titre honorifique pérenne pour l'amitié franco-allemande, remis par le ministre-président Thorsten Albig en 2013. Alors là, franchement, personnellement, j'ai été très impressionnée de lire ça dans ton CV, Margaret. Bien. Et par ailleurs, elle est à la tête d'une fondation avec sa famille. Donc une fondation qui porte son nom et qui soutient la recherche neurochirurgicale et la communication interculturelle, deux domaines que personnellement, spontanément, je n'aurais pas associés par leur nature. Mais donc, ces activités sont vraiment multiples. Voilà, je m'arrêterai là pour ne pas prendre trop de temps à nos deux intervenantes. Après la consécutive de Johanna Greenslade, j'aurai donc le grand plaisir de passer la parole à Isabelle et à Margaret pour nous présenter cette excellente initiative berlinoise qui, là encore, témoigne, je dois dire, d'un grand engagement social, sociétal et solidaire. Merci à vous. Vielen Dank, Maren. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich. Als ich erfahren habe, dass ich die Ehre haben würde, Sie, liebe Kolleginnen, vorzustellen, habe ich mich zunächst gefragt, in welcher Reihenfolge ich dies tun könnte. Ihre Lebensläufe sind beide wirklich beeindruckend. Bei wem soll ich also anfangen? Ich habe mich für die bequemste Variante entschieden. In alphabetischer Reihenfolge. Ich werde also zunächst dich, Isabel Frey, vorstellen. Sie hat in Heidelberg und in Monterey im Master Konferenzdolmetschen studiert. Sie hat also einen Doppelmaster. Das ist schon beeindruckend. Ihre Arbeitssprachen sind Englisch, Spanisch und Französisch. In ihrem Lebenslauf schreibt sie, sie habe ihre Stimme bereits Angela Merkel, Wolfgang Schäuble, Sigmar Gabriel, Heiko Maas und auch Claudia Roth geliehen. Und bei Franziska Giffey frage ich mich, ob die seit gestern überhaupt noch als Referenz zählt. Darüber hinaus finden sich die Namen Ai Weiwei und Daniel Barenboim. Das ist doch schon recht beeindruckend. Isabel ist beeidigte Dolmetscherin in Berlin und sie ist auch Mitglied im VKD. Daher kenne ich sie übrigens. Sie engagiert sich als Dolmetschmentorin bei der Berliner Initiative für gutes Dolmetschen rund um Asyl und Migration. Diese wird sie uns heute gemeinsam mit ihrer Kollegin vorstellen, mit Dr. Margarete Medorn. Sie hat ihr Diplom bei uns in Germersheim erworben, damals, als es bei uns noch Diplome gab und keinen Master. Ihre Arbeitssprachen sind Französisch, Englisch und Spanisch. Sie hat ihre Doktorarbeit im interkulturellen Bereich geschrieben und hat in dieser die französische Kulturpolitik sowie zivilgesellschaftliche Initiativen im Zeitraum von 1945 bis 1970 analysiert. Margarete Medorn ist auch beeidigte Dolmetscherin, allerdings nicht in Berlin, sondern in Kiel. Ihre berufliche Karriere hat beim Bundesverkehrsministerium in Bonn angefangen. Durch diese Tätigkeit kam sie in Kontakt mit anderen Bundesministerien, zum Beispiel mit dem Auswärtigen Amt, mit der Entwicklungszusammenarbeit, mit dem Innenminister und mit vielen weiteren. Auch heute ist Margarete Medorn noch sehr engagiert im Bereich der interkulturellen Beziehungen und vor allem in Bezug auf den deutsch-französischen Austausch. Für dieses Engagement hat sie sogar zwei Auszeichnungen erhalten. Eine davon ist eine der höchsten Auszeichnungen in Deutschland. Das Bundesverdienstkreuz am Bande für ihr langjähriges ehrenamtliches Engagement für die deutsch-französische Freundschaft, verliehen durch Ministerpräsident Thorsten Albig im Jahr 2013. Ich muss ganz ehrlich sagen,
Ich persönlich war sehr beeindruckt, als ich diesen Lebenslauf gesehen habe. Darüber hinaus ist sie die Vorsitzende einer Stiftung, die den Namen ihrer Familie trägt. Die Stiftung fördert die neurochirurgische Forschung und die interkulturelle Kommunikation. Zwei Bereiche, die ich so spontan wahrscheinlich nicht miteinander in Verbindung gebracht hätte. Jetzt übergebe ich also das Wort an Isabel und Margarete und ich freue mich auf die Präsentation dieser großartigen Berliner Initiative, die auch von großem sozialem, gesellschaftlichem und solidarischem Engagement zeugt. Vielen Dank, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Studierende. Es ist großartig, heute hier zu sein. Ich bin tatsächlich noch nie konsekutiv zweisprachig vorgestellt worden. Und ich glaube, ich darf auch in deinem Namen, Margarete, sagen, dass wir uns sehr über die Einladung gefreut haben. Ja, ich begrüße alle Zuhörenden und alle Dolmetschenden auch sehr herzlich und kann mich dem nur anschließen, was Isabel gerade gesagt hat als Einleitung. Ich freue mich ganz besonders, dass ich heute in der Germersheimer Freitagskonferenz sein darf, denn es ist, die Vorstellende hat es sehr diplomatisch ausgedrückt, ich sage Jahrzehnte hier, dass ich in der Freitagskonferenz auf der anderen Seite gesessen habe und sehr gezittert habe, was kommt heute auf mich zu in dieser Konferenz. Deswegen will ich versuchen, möglichst verständlich und so zu sprechen, dass es auch einigermaßen gut zu dolmetschen ist. Und ich freue mich mit Isabel sehr, diese Berliner Initiative für gutes Dolmetschen vorstellen zu dürfen, die uns beiden und noch mehr Kollegen hier in Berlin sehr am Herzen liegt. Absolut. Genau. Ich werde mich ebenfalls sehr bemühen, obwohl ich natürlich selbst in die Kategorie Schnellsprecherin falle. Ich werde mein Möglichstes tun, mich heute zu konzentrieren auf einen schönen Redefluss, auch wenn es natürlich genau so ist, wie es, glaube ich, auch vielen RednerInnen geht, dass besonders, wenn man über ein Thema spricht, das einem sehr am Herzen liegt, dass es da sehr verlockend ist, schnell zu sprechen. Ja, wir dürfen Ihnen und euch heute die Berliner Initiative für gutes Dolmetschen vorstellen. Wer sind wir? Wer versteckt sich hinter dieser Berliner Initiative? Und vielleicht darf ich direkt zum Anfang schon sagen, dass, obwohl der Name Berliner Initiative vielleicht darauf hindeuten könnte, dass wir ein rein Berliner Verband sind, dies tatsächlich eigentlich darauf verweist, dass wir uns hier gegründet haben, aber keineswegs, dass die Berliner Initiative auf Berlin beschränkt ist, was, glaube ich, im Laufe der Veranstaltung deutlich werden wird. Ja, wer sind wir? Ein Zusammenschluss von circa 20 DolmetscherInnen und Fachleuten. Und auch dabei haben wir uns große Mühe gegeben, uns möglichst divers aufzustellen und versuchen das auch weiterhin. Das heißt, gerade bei dem Thema Dolmetschen im Gemeinwesen ist es ja so, dass wir mit vielen QuereinsteigerInnen zu tun haben und das liegt uns auch am Herzen, dies zu repräsentieren. Wir vereinen also verschiedene Arbeitssprachen und Schwerpunkte, wobei ich vielleicht auch gleich schon sagen darf, dass es einen großen Überhang an traditionell, konventionell an den gängigen Universitäten ausgebildeten DolmetscherInnen gibt, was ja aber auch nicht so bleiben muss. Wie sind wir entstanden seit 2016? Entschuldigung, ich muss dich ganz kurz unterbrechen. Ja. Ich weiß, ich habe dir vorhin gesagt, ob du das Mikro nah dran machen kannst, aber es wäre vielleicht doch ein bisschen besser, du machst es ein bisschen weiter weg, dann gibt es weniger Störgeräusche. Das wäre ganz wunderbar.
Das tut mir sehr leid, ja. Das muss es nicht, ist alles meine Schuld. Ich habe dir ja gesagt, bitte möglichst dran wegen der Lautstärke. Also insofern, aber ich hoffe, dann klappt es jetzt besser. Super, ich danke dir. Gerne, ich hoffe, jetzt ist es besser. Genau, es gibt uns etwa seit 2016 und wir sind entstanden im Zusammenhang mit der großen Flüchtlingswelle, mit den ansteigenden Flüchtlingszahlen in Deutschland, daran können Sie sich sicherlich noch erinnern. Und daher lag zu Beginn der Fokus auch auf den Bereichen Asyl und Migration. Und mit der Zeit haben wir uns aber dann hinbewegt, dahingehend etwas umfassender aufgestellt zu sein. Und deshalb heißen wir heute Berliner Initiative für gutes Dolmetschen. Wir befinden uns im engen Austausch mit dem BDÜ und der AIG und anderen Akteuren. Dazu wird Margarete sicherlich gleich auch noch ein paar Worte verlieren, aber vielleicht gehen wir eine Folie weiter an diesem Punkt und ich darf mich auch noch mal kurz selbst vorstellen. Ich denke, Sie haben tatsächlich gerade schon sehr viel über mich erfahren können. Aber genau, ich bin Konferenzdolmetscherin für Deutsch, Englisch und Spanisch, Mitglied im VKD und im BDÜ. Und ich glaube, man merkt das jetzt schon, das Dolmetschen liegt mir sehr am Herzen und deshalb bin ich eben auch in verschiedenen Funktionen unterwegs. Einerseits bin ich die aktuelle Fortbildungsreferentin im VKD, ein sehr spannendes Amt, das ich mit zwei Kolleginnen ausführen darf. Und darüber hinaus Referentin für Dolmetschen im Gemeinwesen hier im Landesverband Berlin-Brandenburg. Und damit darf ich an Margarete übergeben. Ja, vielen Dank, Isabel. Dann schließe ich gleich an und erweitere ein klein bisschen die sehr breite Vorstellung, die Sabine Seubert schon vorhin von mir gemacht hat. Ich bin Konferenzdolmetscherin natürlich von meiner Ausbildung in Germersheim und habe das jahrelang ausgeübt als angestellte Dolmetscherin im Bundesverkehrsministerium und habe aus diversen familiären und sonstigen Gründen später diese Arbeit aufgegeben und bin jetzt seit den Anfang 2000er Jahren freiberuflich tätig und auch nicht mehr in Bonn, sondern familiär hat es mich Kiel verschlagen, deswegen auch die Vereidigung in Schleswig-Holstein und meinen Berufswohnsitz als freiberufliche Dolmetscherin habe ich in Berlin und deswegen auch der Bezug zur Berliner Initiative. Ich außerdem, oder anders gesagt, Dolmetschen ist immer noch der spannendste Beruf und der interessanteste Beruf, den ich mir vorstellen könnte, und ich würde es unbedingt wieder machen heute. Ich habe aber im Laufe meiner Berufstätigkeit sehr oft mit interkulturellen Fragestellungen zu tun gehabt, wurde damit konfrontiert, vor allem in Veranstaltungen, die konsekutiv gedolmetscht wurden, und habe dann in späteren Jahren berufsbegleitend eine Ausbildung an der Universität Jena zur interkulturellen Trainerin auch noch gemacht. Das übe ich nicht direkt als berufliche Tätigkeit aus, aber es fließt in alle möglichen Tätigkeiten mit ein. Und ein kurzes Wort noch zu der Stiftung, die wir gegründet haben, mein Mann und ich. Natürlich sind es zwei Bereiche, die neurochirurgische Forschung und interkulturelle Kommunikation, die man nicht unbedingt sofort zusammensieht. Aber es sind die beiden Bereiche, in denen mein Mann und ich tätig sind und die uns beiden so sehr am Herzen liegen, dass wir gesagt haben, wenn wir eine Stiftung machen, dann muss sie beide Schwerpunkte vertreten. Und deswegen haben wir diese etwas exotische Stiftung gegründet. Ja, wie man hier sieht, Mitglied in den beiden Berufsverbänden VKD und AIG. Und
Ich arbeite hier in Berlin sehr eng zusammen mit der Kollegin Christine von Randow, ebenfalls VKD und AIK-Mitglied, die 2016 die Idee hatte zu dieser Berliner Initiative. Beziehungsweise sie hat gesagt, wir müssen etwas tun. Es gibt so viele Fragen, so viele Probleme im Zusammenhang mit Verdolmetschung, mit Verständigungsschwierigkeiten. Was können wir tun? Sie hat den Anstoß gegeben und auf die Geschichte gehen wir noch ein. Aber da sie in der AIK auch engagiert ist, hatte sie dann von der AIK Deutschland das Mandat für das Dolmetschen im Flüchtlingswesen übertragen bekommen, was ich mittlerweile von ihr übernommen habe. So viel noch zu unserem Hintergrund. Ja, woher kommen wir ganz genau? Das hat Isabel schon gesagt, also von dieser Ausgangslage 2015, 2016, dass es plötzlich so viel mehr Bedarf an Verdolmetschung im Community-Bereich gab, durch viele Migranten, die hier ankamen, aber nicht nur in den Asylbehörden, sondern auch dadurch folgend im Gesundheitsbereich, im Bildungsbereich, im Sozialbereich und in Justiz und Polizei. Und dies in sehr vielen verschiedenen sogenannten exotischen Sprachen. Von manchen hatte man noch gar nichts gehört bis dahin. Und auch in vielen Sprachen, in denen es keine reguläre Ausbildung und schon gar keine universitäre Ausbildung gibt in Deutschland. Und dieser Bedarf fiel ganz plötzlich an. Es mussten unter großem Zeitdruck irgendwelche Lösungen gefunden werden. Ein zweiter Aspekt war, dass in dieser Situation sehr viele Vertreter von amtlichen Stellen, von Behörden in die Situation gebracht wurden, dass sie plötzlich mit Dolmetschern zusammenarbeiten mussten, Gespräche mit DolmetscherInnen führen mussten und darauf auch nicht vorbereitet waren, auf diese besondere Konstellation. Das war also der Punkt, an dem Christine von Randow gesagt hat, lass uns irgendetwas machen. Sie hat einen Aufruf in die Kollegenrunde geschickt und geschrieben, wer hat Lust mitzumachen, einfach nachzudenken, was wir tun könnten. Und wir haben uns ab Herbst 2015 in lockerer Runde getroffen, ziemlich regelmäßig, ich glaube am Anfang wöchentlich, um einfach im Brainstorming und wie man heute so schön sagt, mit der Schwarmintelligenz einmal zu überlegen, was wir tun könnten und was wir beitragen könnten, für die das friedliche Zusammenleben in unserer Gesellschaft angesichts dieser großen Herausforderungen. Isabel, wenn du übernehmen gerne möchtest. Gerne, vielen Dank. Ich darf dann jetzt die bisherigen Projekte vorstellen. Vielleicht noch eine kurze Klammer an dieser Stelle zur Vorstellung und zu Franziska Giffey. Das liegt mir jetzt natürlich noch am Herzen zu sagen, dass es da durchaus noch Potenzial gibt, denn vielleicht wird sie ja die nächste regierende Bürgermeisterin von Berlin. Also das wollte ich nur gerne noch anführen. Bevor ich über die bisherigen Projekte spreche, wir hatten ein Referenzprojekt im BAMF, das wurde 2017, 2018 abgewickelt. Hier fanden im Vorfeld Hospitationen statt und es ging maßgeblich um eine Analyse der Arbeitsweise und der Arbeitssituation von DolmetscherInnen beim BAMF, beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Hierbei wurde ein Evaluations- und ein Schulungsbogen erarbeitet. Das haben wir im Vorfeld in der Berliner Initiative konzipiert. Das Projekt umfasste Mentoring und Schulungsgespräche. Es gab im Anschluss einen umfassenden Evaluationsbericht. Genau, und ich darf vielleicht sagen, dass ich selbst Mentorin im Projekt war. Ich hatte einen Mentee, den ich zu den Anhörungen begleiten durfte und das waren natürlich sehr spannende Einblicke, nicht nur in die Dolmetschsituation vor Ort, aber
wirklich tatsächlich auch die Art und Weise, wie wir das Projekt aufgestellt haben, wie wir das Mentoring konzipiert haben, denke ich, darf man vielleicht sagen, war einzigartig bislang. Es gab zum Beispiel eine Traumapräventionsschulung, die wir gemeinsam mit den Mentees durchgeführt haben, an der wir gemeinsam teilgenommen haben. Ich war da mit meinem Mentee zusammen dort und genau, also das denke ich schon, dass man das sagen kann, das ist sehr einzigartig und ich habe das als sehr bereichernd empfunden. Margarete, du warst auch Mentorin im Projekt, richtig? Ja, genau. Ich würde vielleicht auch hier noch eine Klammer anschließen. Wie sind wir von unseren lockeren Runden, in denen wir überlegt haben, was können wir tun und wo können wir ansetzen, zu diesem Referenzprojekt beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gekommen? Wir haben uns in unseren Runden, wir hatten Dolmetscherinnen vereint mit ganz vielen verschiedenen Arbeitssprachen, auch einige mit den sogenannten exotischen Sprachen. Und wir haben uns gesagt, wir fangen einmal an, für uns aufzuschreiben und auszuarbeiten, was sind denn so die Grundanforderungen, die man fürs Dolmetschen erfüllen muss. Wofür muss man vorbereitet sein? Was muss man im Besonderen wissen? Oder was müsste einem beigebracht werden? Wofür braucht man eine Anleitung? Und so haben wir angefangen, das aufzuschreiben für eventuelle Mentoringgespräche oder Grundausbildungen. Und dann, wie es so oft will, spielte uns der Zufall in die Hände und Christine von Randow hat den damaligen Leiter des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge zufälligerweise getroffen und hat ihm erzählt von unserer Initiative. Und da es dort, wie man immer wieder auch aus der Presse entnehmen konnte, immer wieder auch Probleme mit den Dolmetschenden gab, die dort arbeiteten und die zum allergrößten Teil Quereinsteiger waren, ergab sich dann nach einer ganzen Reihe von Gesprächen dieser Auftrag für ein Schulungs- und Mentoringprojekt, für das auch eine große Subvention bezahlt wurde, die bei der EU beantragt wurde. Und um das Ganze abwickeln zu können, hat die Berliner Initiative, die ein lockerer Zusammenschluss der DolmetscherInnen war und ist, eine kleine Projektträgergesellschaft gründen müssen. Das ist die DOM, Dolmetsch-Mentoring-Gesellschaft UG, die es noch gibt, die sozusagen die Wirtschaftseinheit für Abwicklung bezahlter Angebote ist, die die BI anbietet. Und ja, ich war Mentorin im Projekt. Wir haben insgesamt damals mit etwa 30 Kolleginnen im Mentoring gearbeitet und haben etwa 60 Mentees betreut in dieser Phase. Und zwar in der Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge in Berlin, zum Teil in der Außenstelle in Leipzig und in der Außenstelle in Frankfurt-Oder. Wir haben also die Mentees in ihre Anhörungen begleitet und saßen als stumme Beobachter dabei, haben auf unserem Evaluations- und Schulungsbogen nach verschiedenen Bereichen aufgeteilt, unsere Notizen gemacht und hatten im Anschluss an die Anhörungen, die zwischen 2 und 7 Stunden dauern konnten, dann die Schulungsgespräche geführt mit den Mentees. Sozusagen auf Augenhöhe unter Kollegen, um sie mit unseren Beobachtungen sozusagen auch zu konfrontieren und aus dem Dialog zu lernen. Manchmal war es gar nicht so einfach, still in der Ecke zu sitzen und diese Situation auch nur zu beobachten, die sich da abspielte, weil es schon sehr bizarre Situationen auch geben könnte. Ein Beispiel fällt mir so ein, es wurde natürlich immer konsekutiv gedolmetscht, dass ein Dolmetscher
sich sogar ein paar Notizen gemacht hat. Sehr oft wird ganz ohne Notizen gearbeitet. In einem Fall notierte er mit, bevor er dann das Notierte gedolmetscht hat, sagte er, dies sind jetzt aber auch mal interessante Ausführungen. So eine Begründung habe ich noch nie gehört. Und dann begann er mit dem Dolmetschen. Und der Entscheider, für den er gedolmetscht hat, hat dies einfach so hingenommen und stehen lassen und hat es nicht kommentiert. Ich kann mich auch an einen anderen Fall erinnern. Da ging es um sexuelle Übergriffe auf eine Frau. Und offensichtlich berührte das Tabus oder war dem männlichen Dolmetscher unangenehm. Die Frau redete sehr lange. Die Verdolmetschung war immer ganz knapp und kurz. Die Frau wurde immer lauter, der Dolmetscher dolmetschte immer weniger und immer leiser und entfernte sich auch körperlich von der Frau. Und die Situation hat sich so hochgespielt, dass der Entscheider das irgendwann unterbrechen musste, weil er nicht mehr wusste, wie er das in den Griff bekommen sollte. Das nur als so zwei kleine Einblicke. Aber Isabel hat sicher auch noch etwas zu berichten aus ihrer Erfahrung. Ja, also man merkt schon, denke ich, an der Stelle, wie umfassend die Thematik ist. Vielleicht darf ich noch dazu sagen, dass sich während dieser Arbeit ein großer Respekt, glaube ich, bei uns allen entwickelt hat für die Arbeit der DolmetscherInnen beim BAMF. Ich war tatsächlich auch bei einer Anhörung dabei, die 10 Stunden dauerte, ja, nur um nochmal auch auf die Arbeitsbedingungen hinzuweisen. Kaum Pausen, es wird alleine konsekutiv gedolmetscht und das kann auch mal tatsächlich 10 Stunden dauern. Also ich glaube, wir haben alle einen ordentlichen Respekt mitgenommen aus der Erfahrung und das auf der einen Seite, auf der anderen Seite kann ich Margarete dir nur zustimmen. Es war tatsächlich gar nicht einfach, sich zurückzuhalten in den Situationen. Und vielleicht hier nochmal ein kleiner Punkt, die Frage, ja, wie haben wir das denn gemacht, wenn wir selbst die Sprachen ja häufig gar nicht gesprochen haben. Ich weiß nicht, Margarete, vielleicht hattest du tatsächlich einmal den Fall, mit Französisch vor Ort zu sein. Bei mir war es tatsächlich so, dass ich immer Sprachen begleitet habe, die ich selber nicht spreche oder verstehe, also auch selbst im Grunde auf die Verdolmetschung komplett angewiesen war. Es ist aber so, dass sich relativ schnell gezeigt hat, dass man sehr gut arbeiten kann mit den sprachunabhängigen Dingen, dass es um Themen geht wie Rolle, wie Arbeitsbedingungen, Stichwort Pausen und so viele andere Themen, die vielleicht viel mehr mit der Dolmetschkompetenz zu tun haben, quasi im zweiten Schritt, als mit der Sprachkompetenz. Kompetenz, die natürlich auch wichtig ist und würde ich sagen, auch nicht immer ausreichend gegeben war. Also hier gibt es wirklich viele Punkte. Die anschließenden Mentoring-Gespräche habe ich auch als sehr angenehm empfunden, auf Augenhöhe. Das war uns sehr wichtig. Vielleicht auch noch 2 Erfahrungen von meiner Seite oder 2 Hinweise. Häufig wird auch nicht mit Glossaren gearbeitet, was für mich, die ich eigentlich bei jeder Gelegenheit ein Glossar erstelle, ich würde sagen, fast eine Berufskrankheit geworden ist. Das kennt ihr sicherlich auch, dass man bei jeder Gelegenheit Begrifflichkeiten notiert und dass es relativ selbstverständlich ist, mit Glossaren zu arbeiten. Das wäre ein Punkt. Dann hatte ich auch einen Fall, in dem wirklich lange Ausführungen folgten. Also es fühlte sich an wie 10 Minuten. Und der Dolmetscher hat das gedolmetscht mit Nein, also das ist die Antwort, das meint sie.
Und da spürt man natürlich auch sofort, wie es ist, auf der anderen Seite zu sitzen, also wie es ist, Nutzerin von Dolmetschleistungen zu sein. Etwas, das wir ja wahrscheinlich doch gar nicht so gut kennen. Deshalb finde ich es auch immer spannend, einmal die andere Seite zu sehen, eben auch jetzt vielleicht als tatsächliche Rednerin, aber auch sich eben in die Situation der NutzerInnen zu versetzen. Und das, würde ich auch sagen, ist ein großer Punkt, ein wichtiges Thema für uns auch in der Berliner Initiative. Also natürlich geht es um das Dolmetschen, um die DolmetscherInnen, aber es geht genauso auch um die NutzerInnen von Dolmetschleistungen. Gerade in diesem Kontext ist es eben sehr wichtig, wenn DolmetscherInnen vielleicht nicht über diese tolle universitäre Ausbildung verfügen, die wir genießen dürften, dass hier viel stärker die Gesprächsführung in die Hand genommen werden muss, dass viel klarer Rollen definiert werden müssen, als es vielleicht anderweitig der Fall wäre. Ja, das heißt, wir wollen auch Schulungen mit und von Entscheiderinnen durchführen und das hat auch stattgefunden, also genau, Schulungen und Weiterbildung von NutzerInnen ist ein Bereich, den wir auch bespielen wollen, aber auch natürlich ein allgemeines Bewusstsein schaffen für das Thema Dolmetschen und vielleicht dann im nächsten Schritt auch einfach mehr Verständnis für die Rolle des Dolmetschers und der Dolmetscherin. Ja. Schulungen haben stattgefunden, hier beispielsweise im Qualifizierungszentrum des BAMF in Nürnberg. Also Sie sehen schon, das soll von verschiedenen Seiten angegriffen werden. Auf der einen Seite natürlich Aus- und Weiterbildung der DolmetscherInnen. Darauf gehen wir sicherlich später auch nochmal ein. Und auf der anderen Seite aber auch die Schulung von NutzerInnen der Dolmetschleistungen. Also wirklich die Akteure des Dolmetsch-Settings im Gemeinwesen komplett in den Blick zu nehmen. Und ich glaube, an dieser Stelle würde ich zurück an dich geben, Margarete. Ja, also wir haben dieses eine Projekt beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge mit einem Evaluationsbericht abgeschlossen, der natürlich intern und vertraulich war und dort genutzt wurde, um eben an der Situation zu arbeiten, in einer Weise, wie Isabel das gerade auch schon mit den Schulungen dargestellt hat. Wir haben aber natürlich auch für uns in der Berliner Initiative aus dieser Erfahrung schöpfen können und unsere Formate, unsere Ansätze weiterentwickeln und Schulungen für andere Nutzergruppen entwickeln und anbieten können. Das tun wir auch immer noch, im Moment natürlich im Wesentlichen online, wie so viele Dinge. Wir konnten aber auch für uns und für unsere Ansätze erste Schlussfolgerungen, die nicht vertraulich sind und die allgemein anwendbar sind, für den Bereich des Community Dolmetschens ziehen. Und zwar, wie Isabel das schon gerade angedeutet hat, dass das Dolmetschen in diesem Bereich eine ganz, ganz besondere Herausforderung stellt im Vergleich zu dem traditionellen, wenn ich das so sagen darf, Konferenzdolmetschen in den Settings, wie wir sie kennen und in die wir im Wesentlichen in unserer Ausbildung vorbereitet wurden. Besondere Herausforderung ist das Rollenverständnis für die DolmetscherInnen. Die meisten Quereinsteiger haben gar nicht das Gefühl, dass sie eine bestimmte Rolle erfüllen oder gar kein Rollenverständnis für die Dolmetscherrolle. Aber auch für uns, die wir ein Rollenverständnis des Dolmetschers haben, aus unserer beruflichen Tätigkeit, auch wir sind herausgefordert, darüber nachzudenken, ist diese Rolle, so wie wir sie verstehen und verstanden haben bisher, so in diesem Bereich durchzuhalten und auch
ja weiter einzuhalten oder muss es da eine Weiterentwicklung geben? Und die Bedeutung unserer berufsethischen Grundsätze, die ja von den Berufsverbänden sehr hoch gehalten werden, in Bezug auf die Tätigkeit im Community Interpreting ist uns sehr bewusst geworden. Zum einen in Bezug auf die Tätigkeit selber, aber auch in Bezug auf die Person des Dolmetschenden, weil in diesem Bereich des Community-Dolmetschens ja sehr oft auch Menschen mit Migrationshintergrund zum Einsatz kommen als Dolmetschende, die vielleicht selbst Situationen ausgesetzt sind, wie auch diejenigen, die auf die Verdolmetschung angewiesen sind. Und unter den berufsethischen Grundsätzen sind die, die ich hier aufgeführt habe auf der Folie, ganz besonders in den Fokus unserer Betrachtung und Diskussion gerückt im Rahmen dieser Arbeiten. Das ist nämlich, ich würde es an erster Stelle sagen, die Verschwiegenheit, das Berufsgeheimnis, also die Vertraulichkeit der ausgetauschten Informationen, die Neutralität, die wir im Sinne einer Allparteilichkeit definieren, dass man sozusagen für alle Parteien mit dem gleichen Impetus, mit der gleichen Neutralität, mit der gleichen Distanz, aber auch mit der gleichen Empathie dolmetscht. Präzision und Vollständigkeit sind ein sehr großes Thema und natürlich auch die Integrität, der Person des Dolmetschenden. Das nur so als ganz kurze Zusammenfassung hier als, aus den Dingen, die uns als wichtig erschienen. Und wir sind der Meinung, dass unbedingt eine Grundausbildung oder Sensibilisierung für Dolmetscher im Community-Bereich notwendig ist und dass dafür auch Mindeststandards aufgestellt, formuliert werden sollten und dies, wenn möglich, einheitlich für das gesamte Bundesgebiet und nicht durch verschiedene Anbieter mit verschiedenen Ansätzen. Es gibt ja heute auf dem Markt verschiedene auch gemeinnützige Institutionen oder Verbände, die Ausbildungen anbieten als Kultur- und Integrationsmittler oder so etwas Ähnliches. Aber jede Institution hat da sozusagen ihr eigenes Modell oder ihr eigenes Geschäftsmodell ausgearbeitet. Und es wäre sehr wichtig, da eine einheitliche Basis und einheitliche Standards zu haben, die auch eine gewisse Vergleichbarkeit ermöglichen und eine Orientierung für die Nutzer von Dolmetschleistungen. Und last but not least sehen wir hier eine große Verantwortung für uns als Profis und auch für unsere Berufsverbände, sich in die Diskussion einzuschalten und sich einzubringen und diese Diskussion auch mit Sachinformationen und fundierten Informationen von Seiten derjenigen, die gerade die Dolmetschsituation besonders gut kennen, auch zu bereichern, anzureichern und auch in unserem Sinne sozusagen beeinflussen zu können. Ja, wir haben, wie Isabel vorhin schon andeutete, dann auf der Grundlage dieser Lehren, die wir aus dem Großprojekt ziehen konnten, verschiedene andere Angebote zusammengestellt, angeboten an sehr viele verschiedene Nutzer, Frauenhäuser. Wir haben und arbeiten immer noch zusammen mit der Schwulenberatung in Berlin, mit den Bezirksämtern. Wir haben Basissensibilisierungen für Dolmetscher beim Roten Kreuz durchgeführt, Schulung von Nutzern von Dolmetschleistungen bei der Ausländerbehörde. Wir haben eine Art Supervisionsgespräche bzw. Austausch mit Entscheidern beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge durchgeführt, eine Zeit lang, wo sie die Probleme mit Dolmetschern, mit Dolmetschsituationen vortragen konnten und wir das diskutiert haben. Und wir haben jetzt weiterhin in der Berliner
Berliner Initiative ein monatliches Treffen, in dem wir die aktuellen Dinge, die aktuell anstehenden Schulungen, die Anfragen und so weiter, alles, was so ansteht, besprechen. Wir haben uns vor 2 Jahren eine lockere Struktur gegeben. Wir sind kein eingeschriebener Verein, aber wir haben eine Art Satzung für unser internes Funktionieren ausgearbeitet für uns. Und wir haben eine Leitungsgruppe, eine Steuerungsgruppe nennen wir sie, eingeführt, die aus 3 Mitgliedern der Berliner Initiative besteht und der Projektleiterin, die in der DOM, also der Dolmetsch-Mentoring-Gesellschaft tätig ist, besteht. Und jedes Jahr wird ein Mitglied dieser Steuerungsgruppe ausgetauscht durch ein anderes Mitglied der Berliner Initiative. Wir arbeiten jetzt in verschiedenen Arbeitsgruppen. Es gibt die Arbeitsgruppe Schulungsangebote, die Arbeitsgruppe Leitbild, die für alle Definitionen, für die Texte auf der Webseite und für die Veröffentlichungen zuständig ist. Und wir haben eine AG Lobbyarbeit, die unter anderem das hier erwähnte Positionspapier zum Dolmetschen im Gemeinwesen als wichtiger Beitrag gegen Diskriminierung herausgegeben hat, das man auf unserer Webseite finden kann, ebenso wie alle anderen Informationen. Margarete, wenn ich kurz, könntest du noch mal eine Folie zurück? Ja. Das wäre super, vielen Dank. Genau, es gibt eben auch die AG, die Arbeitsgruppe Lobbyarbeit, wie du schon angesprochen hast. Und das erwähne ich jetzt nur noch mal im Kontext der ja dieses Jahr anstehenden Bundestagswahl. Und wir befassen uns natürlich auch mit diesem Thema und werden die Wahlprogramme sichten. Und ich denke, es gibt gute Hoffnung, dass das Thema auch hier im politischen Diskurs auftreten wird. Dann möchte ich die Chance noch kurz ergreifen, weil es wirklich, also ich habe sie gestern zugeschickt bekommen, hier die neue Broschüre. Ich weiß, das ist jetzt sehr traditionell von mir, das hier einfach in die Kamera zu halten. Ich hoffe, es können alle sehen. Das kann auch auf der Seite der Berliner Schwulenberatung heruntergeladen werden. Also wirklich druckfrisch die Handreichung für DolmetscherInnen der Berliner Schwulenberatung. Wie ich finde, ein sehr spannender Beitrag, der eben auch gemeinsam mit der Berliner Initiative ausgearbeitet bzw. aktualisiert wurde. Also wirklich ein, finde ich, sehr gutes Beispiel für das, was wir tun, neben den klassischen Themen wie Schulungen, wie Vernetzung und so weiter darüber hinaus. Genau, vielleicht darf ich noch kurz anführen auch, dass wir neben der kollegialen Fallberatung, was ich übrigens für ein sehr spannendes Instrument halte, auch eine Notiztechnik-Übungsgruppe anbieten, auch einmal im Monat und auch für DolmetscherInnen, die schon länger dabei sind, das wissen Sie ja vielleicht auch, kann es nicht schaden, nochmal die Notizen etwas aufzufrischen. Also ich bin auch immer mal wieder gerne dabei, auch einfach, weil es sehr nett zur Vernetzung ist und viele Gedankenanstöße mit sich bringt. Genau, dann können wir, glaube ich, eine Folie weiterspringen. Ich habe noch ein Projekt beizutragen, aber da du gerade vom Konsekutivdolmetschen gesprochen hast, möchte ich einfach der jungen Kollegin gratulieren, die die Einführung konsekutiv gedolmetscht hat. Das war hervorragend, muss ich aus meiner Warte sagen. Ein Projekt aus dem letzten Jahr möchte ich noch anführen. Wir schauen auch ein bisschen über die Grenzen und wir hatten erfahren, dass es in Frankreich, das ist vielleicht gerade für Germersheim interessant,
einen Zusammenschluss gibt, der sich schon im Jahr 2012 gegründet hat, angestoßen durch eine Organisation in Straßburg, die heißt Migration Santé Alsace, die sich eben um Migranten kümmert und den Zugang zu Leistungen im Gesundheitsbereich. Und diese Organisation hat angestoßen die Gründung eines Netzwerks, das RIM heißt in der Abkürzung, R-I-M-E-S, Réseau de l'Interprétariat Médical et Social. Und dieses Réseau hat bei einer Tagung, hat sich 2012 nach einer Tagung gegründet, die durch verschiedene Wohlfahrtsverbände, die in diesem Bereich tätig sind, gegründet hat und hat eine Charta des Dolmetschens im medizinischen und sozialen Bereich verabschiedet. Das kann man alles auf der Webseite von Migration Santé Alsace finden. Wir hatten zufälligerweise in der Berliner Initiative von diesem Netzwerk erfahren und haben Kontakt aufgenommen, um einfach einmal zu sehen, wie funktioniert es in einem anderen Land, wie ist dort dieser Bereich aufgestellt. Und da uns die so spannend erschien, hat die Berliner Initiative einen Antrag beim neuen deutsch-französischen Bürgerfonds gestellt und hat eine kleine Projektförderung für einen kollegialen Austausch zu den Situationen in Deutschland und Frankreich bekommen. Und das haben wir dieses Projekt letztes Jahr im letzten Quartal durchgeführt. Also es ist auch sehr spannend, einmal über die Grenzen zu schauen, was dort so stattfindet. Und wir sind weiter mit diesem Netzwerk im Austausch. So, wir haben jetzt viel über die Dinge gesprochen, was wir so tun, was wir getan haben, was wir entwickelt haben in den letzten 3-4 Jahren. Aber was treibt uns alle an? Was motiviert uns, die wir in der Berliner Initiative sind? Wie wir dargestellt haben, war es natürlich am Anfang einfach ein Engagement, etwas für das Zusammenleben in unserer Gesellschaft zu tun, in dieser Notsituation, in dieser schwierigen Situation, die sich da gezeigt hatte in vielerlei Hinsicht. Und es gab ja viele Menschen, die in irgendeiner Weise aktiv geworden sind. Wir haben das ganz fokussiert eben auf den Dolmetschbereich. Und ich sehe, dass es vielleicht eine Frage gibt, oder? Ganz genau. Es gibt eine Frage aus dem Chat. Und ich dachte, wir stellen sie vielleicht jetzt, weil du gerade über den deutsch-französischen Austausch gesprochen hast, ja, und es sich darauf bezieht. Und zwar wäre die Frage, habt ihr einen Einblick bekommen, ob es ein unterschiedliches Verständnis für die Dolmetschproblematik diesseits und jenseits des Rheines gibt? Wenn ich das in zwei Sätzen zusammenfassen darf, wir waren, also das ist natürlich jetzt sehr summarisch, aber wir waren sehr erstaunt, wie ähnlich die Einschätzung ist und dass man dort auf die gleichen Punkte in berufsethischer Hinsicht gekommen ist und die definiert hat als die springenden Punkte in diesem Bereich. Und zwar dort ausgehend von den Wohlfahrtsverbänden, also wo gar nicht unbedingt sehr viele professionelle Dolmetscher am Anfang eingebunden waren, eher solche, die als Quereinsteiger zum Dolmetschen gekommen sind. Also das Erstaunen über die Ähnlichkeit. Ich danke dir dafür und dann lasse ich euch in Ruhe weitermachen. Kein Problem. Also auf der Grundlage dieses allgemeinen Engagements, etwas tun zu wollen für die Gesellschaft, was man vielleicht auch bei uns beiden an diversen anderen Tätigkeiten ehrenamtlicher Art noch sieht, war es auch die Überzeugung, dass niemand diskriminiert werden darf in unserer Gesellschaft. Das kann man ja aus der EU-Menschenrechtskonvention ableiten. Dort steht das in Artikel 14. Und ich werde das tun, was man nicht gerne hat als Dolmetscher, nämlich etwas zitieren und das Zitat vorlesen. In Artikel 14 der EU-Menschenrechtskonvention heißt es: Der Genuss der in dieser Konvention anerkannten Rechte und Freiheiten ist ohne Diskriminierung, insbesondere wegen der Sprache, der nationalen oder sozialen Herkunft,
der Zugehörigkeit zu einer nationalen Minderheit zu gewährleisten. Und die EU-Grundrechtecharta garantiert darüber hinaus jedem Menschen den Recht auf Zugang zur Gesundheitsvorsorge und ärztlicher Vorsorge und auch Zugang zu den Leistungen der sozialen Sicherheit und der sozialen Dienste. Das waren so die Ausgangspunkte, über die wir diskutiert haben, die wir auch in unser Positionspapier aufgenommen haben. Und dann kamen wir irgendwann auf die Idee, einfach einmal im deutschen Grundgesetz nachzuschauen. Und auch in unserem Grundgesetz steht schon in Artikel 3, das, was wir hier zitiert haben, niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft benachteiligt und bevorzugt werden. Und es war für uns alle eigentlich eine Überraschung, in unserer Gruppe natürlich, zu sehen, dass die Sprache hier explizit erwähnt ist. Das hatte niemand mehr von uns im Kopf, dass das da steht. Und um auf die Frage zurückzukommen, die gerade gestellt wurde, in einer Diskussion vor 2 Tagen in dem Netzwerk Riem hat jemand diese Frage gestellt nach der Diskriminierung aufgrund der Sprache, weil das in den französischen Texten wohl nicht so erwähnt ist. Und dort hat der Ombudsmann für die Rechte des Volkes erläutert, dass der Begriff Herkunft dort die Sprache mit umfassen würde. Da, dass der Begriff Diskriminierung aufgrund der Herkunft ist nicht gestattet. Zunächst eingeführt war, um die Minderheitssprachen in Frankreich zu schützen, aber dass das jetzt ausgeweitet ist allgemein auf die Sprache, dass man aufgrund der Sprache nicht diskriminiert werden darf. Und Diskriminierung beseitigen bedeutet natürlich, Partizipation zu ermöglichen. Und wie ist das möglich, wenn in einem Land wie in Deutschland Deutsch die Amtssprache ist und man hierher kommt und dieser Sprache nicht mächtig ist? Man kann natürlich die Sprache erlernen im Laufe der Zeit, aber es gibt Situationen von Anfang an, wo man verstehen muss, was einem vorgelegt wird, was einem erklärt wird und so weiter. Und deswegen ist in einer ganzen Reihe von Situationen im gesellschaftlichen Bereich, im sozialen Bereich, im medizinischen Bereich Verdolmetschung einfach erforderlich. Und dieser Bereich ist nicht wirklich geklärt in der deutschen Gesetzgebung und in den Regelungen. Es gibt eine Regelung für den juristischen Bereich, für den Bereich Polizei mit dem JVEG, Justizvergütungs- und Entschädigungsgesetz, in der aktuellen Novellierung. Das regelt den Bereich für Polizei, Gericht und juristische Behörden, aber für alle anderen Bereiche gibt es da große Hürden überhaupt, ob man den Anspruch, ob man das Recht hat auf eine Verdolmetschung und wenn ja, wenn es einem zugestanden wird, wie und wo kann man es beantragen, wie und wo kann man Dolmetschende finden, die tatsächlich auch in der Lage sind, dies mit Qualität zu tun und was hier nicht steht, letztendlich, wer übernimmt die Kosten für solche Leistungen? Genau, und was ich auch bei dem Thema immer besonders herausfordernd finde, ist nicht nur die Frage, wer übernimmt die Kosten, die natürlich zentral ist für uns, aber auch auf der anderen Seite aufzuzeigen, was sind denn aktuell die Kosten, die entstehen aufgrund von mangelhafter Übersetzung, Verdolmetschung und aufgrund von nicht stattfindender Verdolmetschung. Die sind nämlich sehr schwer sichtbar zu machen. Und genau das ist ein Thema, das mich auch sehr beschäftigt in der Diskussion, wie man das gegenüberstellen kann. Ja, da sind wir mitten im Thema, was sind die Gefahren durch fehlende Verdolmetschung? Keine gleichberechtigte Teilhabe der betroffenen Personen und Ausgrenzung, also das, was wir eigentlich gerne vermeiden würden. Eine mangelnde Versorgung und
Existenzsicherung, Verzögerungen bei Verwaltungsakten. Hier entstehen natürlich versteckte Kosten, dadurch, dass sich Verfahren länger ziehen. Also da würde ich jetzt alles auflisten in meiner Kalkulation, was hier bei den Verwaltungsakten zusätzliche Kosten verursacht. Das sind natürlich Personalkosten maßgeblich, genau. Dann das, wie sehr schön von Margarete angeführt, das Thema Menschenrechtsverletzungen, das uns natürlich auch trägt und die wir vermeiden wollen. Gefährdung des Kindeswohls, hier vielleicht auch noch ein Verweis auf das jüngst erschienene Positionspapier des BDÜ zum Thema Kinderdolmetschen. Und genau, die besagten Mehrkosten, die dadurch entstehen, dass eben nicht für eine qualitativ angemessene Verdolmetschung gesorgt wird oder werden kann. Ja, wir sind nicht allein mit unseren Forderungen. Wir sind in Berlin, wie wir schon darstellen konnten, sehr gut vernetzt mit anderen Akteuren, nicht unbedingt mit Dolmetscherverbänden. Wir haben mit der AG Lobbyarbeit Kontakt aufgenommen mit der Integrationsministerkonferenz, also der Bundesdeutschen Integrationsministerkonferenz der verschiedenen Bundesländer, die sich für diesen Bereich des Community-Dolmetschens ein schlüssiges Gesamtkonzept auf die Agenda geschrieben haben, das sie ausarbeiten wollen. Wir haben der Integrationsministerkonferenz unser Positionspapier der BI geschickt und auch die Auffassung von sozusagen Dolmetscherseite noch einmal dargelegt. Es gibt inzwischen auch Forderungen des Bundesärztetages, dass die Finanzierung von Dolmetschkosten für Geflüchtete in die Gesetzbücher aufgenommen werden soll, ähnlich der Aufnahme im juristischen Bereich, dass das übernommen werden soll. Aber da wird es sehr viele Diskussionen geben, wer denn letztendlich die Kosten tragen muss. Das ist auch einer der Punkte, den wir jetzt im Hinblick auf den Wahlkampf in den Wahlprogrammen der Parteien einmal überprüfen wollen, welche Lösungen davon den Parteien vorgeschlagen werden. Und es gibt auch jüngst ein Positionspapier der Bundespsychotherapeutenkammer, die sich dafür einsetzt, dass eine Finanzierung des Einsatzes von DolmetscherInnen in psychotherapeutischen und ärztlichen Gesprächen auch übernommen wird und auch mit diesem Bundesverband sind wir im Austausch, wie auch mit anderen, um eben Kräfte zu bündeln und etwas für diesen Bereich tun zu können, weil nur indem man gemeinsam sozusagen Dinge anstrebt und Expertise von verschiedenen Seiten einbringt, wird man diese Dinge bewegen und voranbringen können. Ja, was sind unsere Forderungen? Etwas konkretisierter gesprochen, also hier unsere Forderungen im Überblick. Ein zentraler Pool an qualifizierten DolmetscherInnen, ausreichende und einheitliche Qualifizierung und Weiterbildung, angemessene Bezahlung in Anlehnung an das JVEG, das eben schon von Margarete angesprochen wurde, und diejenigen von euch, die die Diskussion im BDÜ verfolgt haben, wissen vielleicht auch, dass hier jüngst eine Novellierung stattgefunden hat. Für mich auch ganz zentral faire Arbeitsbedingungen, natürlich für uns und für die Kolleginnen. Die Kostenübernahme für Dolmetschleistungen, die dann letztendlich zu qualitativ angemessener Verdolmetschung führt. Fortbildung von NutzerInnen und ich würde noch anschließend allgemeines Bewusstsein schaffen zum Thema Weiterbildung bzw. Qualifizierung kann ich vielleicht noch
kurz erzählen, dass tatsächlich hier in Berlin, wo wir ja mit sehr vielen Nationen zusammenleben, es tatsächlich seit vielen Jahren, sogar Jahrzehnten schon keine Dolmetschprüfung mehr gibt. Also man kann nicht mehr an der IHK den Abschluss oder am Verzeihung, nicht bei der IHK, sondern bei dem staatlichen Prüfungsamt den Abschluss zur staatlich geprüften Dolmetscherin machen. Da gibt es auch gerade Bestrebungen, dies zu ändern, aber das ist eben auch eine Diskussion. Genau. Ja, ihr wollt uns unterstützen, hoffentlich, vielleicht. Dann schreibt eine Masterarbeit zum Thema Dolmetschen im Gemeinwesen, unterstützt unser Anliegen in den Verbänden und darüber hinaus, kommt zu unseren Arbeitstreffen, die wie gesagt einmal im Monat stattfinden, also geht auf unsere Homepage, da findet ihr die entsprechende E-Mail-Adresse, schreibt uns eine kurze Mail und dann würden wir euch sehr gerne dazu einladen. Folgt uns bei Twitter, hier seht ihr den entsprechenden Zugang. Wäre wirklich fantastisch, wenn es uns gelingen würde, auch über die Grenzen Berlins hinaus das Thema weiter zu verbreiten. Und ich glaube, in Germersheim sind sie ja auch gerade dabei, wenn es darum geht, zu überlegen, wie das universitär angeboten werden kann. Ein Thema, das uns natürlich auch wirklich sehr intensiv beschäftigt. Ich würde hier einen Punkt machen, genau, fast pünktlich sozusagen, und mich natürlich für die Aufmerksamkeit bedanken. Ich freue mich, dass so viele Teilnehmende heute hier zugegen sind. Und wir hoffen, dass vielleicht ein paar Fragen aufgelaufen sind. Also Sie haben ja vielleicht schon gemerkt, wir können ziemlich viel und ziemlich lange darüber sprechen, auch weil es uns eben so ein Herzensthema ist, und freuen uns auf die Diskussion mit Ihnen. Ich danke euch sehr. Und ich muss sagen, dafür, dass du gesagt hast, du bist Schnellsprecher, wenn es um ein Leidenschaftsthema, ein Herzensthema von dir geht, hast du dich bewundernswert am Riemen gerissen. Ich glaube, das war für die Dolmetschenden wirklich sehr gut machbar von euch beiden. Ich danke euch schon mal für diesen Vortrag. Ich finde euer Engagement ganz großartig und die Initiative auch. Bin auch sehr dankbar, dass ihr das heute vorstellt. Würde alle ganz herzlich bitten, auffordern, Fragen in den Chat zu schreiben. Wer möchte, kann die natürlich auch sehr gerne direkt per Mikrofon stellen, dann einfach ein X in den Chat stellen und dann weiß ich, dass jemand eine Frage stellen möchte. Das geht mit Mikrofon oder auch ohne. Und Sabine hebt schon gerade ihr Händchen, sehe ich. Das ist ein ganz neues Feature bei Big Blue Button, dass man das Händchen ganz wunderbar sieht. Insofern muss ich jetzt gerade rauskriegen, wie ich dein Händchen wieder senke. Ich glaube so. Und dann darfst du gerne das Wort haben, Sabine. Dankeschön. Also auch von mir herzlichen Dank für diese sehr schöne Präsentation. Auch von der Redegeschwindigkeit wart ihr in der Tat sehr rücksichtsvoll. Also vielen Dank dafür. Ich habe gestern im Rahmen einer Diskussion eben auch zur Berliner Initiative mitbekommen, wie zwiespältig gerade auch der Einsatz von Kinderdolmetschern ist oder wahrgenommen wird. Insofern, als sich viele Kinder gar nicht dessen bewusst sind, was sie da machen, bis hin zu stolz dafür empfinden, ihrer Familie weiterhelfen zu können, ohne zu merken, dass sie letztendlich ausgebeutet werden, ohne zu merken, dass sie überfordert sind inhaltlich, sei es von Behördendeutsch, sei es von medizinisch-psychologischen Inhalten, sei es von sozialen Inhalten im Sinne von, dass sie die finanziellen Schwierigkeiten ihrer Eltern auf einmal mitbekommen, die Kinder ja gar nichts angehen. Also diese Überforderung nicht wahrnehmen oder nur völlig unbewusst und das vielmehr als
Stolz ummünzen, so ich kann etwas tun für meine Familie. Jetzt die Frage dazu, wie viel Verständnis wird für sowas wirklich wie viel Verständnis wird all solchen Problematiken entgegengebracht von Mitarbeiterinnen des BAMF, ich habe immer den Eindruck, dass es da noch unglaublich viele dicke Bretter zu bohren gibt, um wirklich klar zu machen, das sind ja nicht nur Forderungen, die wir stellen nach guten Arbeitsbedingungen, sondern dass dahinter ja auch wirklich ganz, ganz viele unterschiedlichen Interessen stecken oder wir uns für die Interessen anderer letztendlich einsetzen. Kommt das an? Wird das wahrgenommen und angenommen oder wird das immer nur als Kritik und von wegen, ihr greift uns in unserer Arbeitsweise an? Wird das als Kritik aufgefasst oder eben beides? Weiß nicht, war die Frage einigermaßen klar? Ich finde, es gibt immer so unglaublich viel zu all diesem Thema, zu all diesen Themen zu sagen. Soll ich mal anfangen, Isabel? Ja, das ist wirklich ein unheimlich weites Feld und es ist einfach schwierig, sowas auch in einen Vortrag zu packen. Man könnte über jeden einzelnen Aspekt eine eigene Diskussionsrunde machen. Ich glaube, grundsätzlich bei den, ich sag mal, Behörden gibt es schon gewisse Vorgaben wie beim BAMF oder ähnlichen Behörden, dass da nicht Kinder dolmetschen. Aber wenn es die Ausländerbehörde ist oder der Arzt, dann sieht die Situation schon wieder anders aus. Und deswegen ist es meines Erachtens sehr wichtig, dass wir von der Dolmetscher-Profi-Seite kommen, dass aber andere Berufsverbände wie die Psychotherapeuten oder die Ärzte eben gleiche oder ähnliche Positionen wie wir vertreten und das eben aber mit anderen Argumenten unterfüttern, damit klar wird für die Entscheidenden in den Parteien oder anderen Gremien, das sind nicht nur wirtschaftliche Interessen, das ist ja, darauf wird es ja oft runtergebrochen, die Dolmetscher da vertreten, weil sie ihre Tarife hochhalten wollen, treten sie auch dafür ein, dass im Community-Dolmetschen bestimmte Tarife eingehalten werden und vielleicht bestimmte Rahmenbedingungen, nur bestimmte Zeiten. Also da ist es notwendig, dass von anderen Berufsgruppen eben auch diese Belastungen dargestellt werden, denen Kinder ausgesetzt sind in vielfacher Hinsicht. Es geht ja nicht nur darum, dass Kinder nicht erkennen, wie sehr sie belastet werden durch die Dinge, die da passieren. Auch die Nutzer der Dolmetschleistung müssten eigentlich erkennen, nicht nur bei Kindern, sondern auch wenn zum Beispiel, ich nehme mal das stereotype Beispiel, die Putzfrau im Krankenhaus gebeten wird, die Anästhesieaufklärung zu dolmetschen. Das ist ja ein ähnlicher Fall, vielleicht mit anderen Personen. Aber auch da sollte der Nutzer der Dolmetschleistung oder der, der etwas zu äußern hat, was das Gegenüber in seiner Sprache verstehen muss, müsste sich bewusst sein, dass er da auch eine kompetente Person braucht, die zunächst mal die Ausgangssprache auch richtig verstehen kann, um es adäquat zu dolmetschen. Und da ist so unheimlich viel Aufklärungsarbeit notwendig. Ich weiß aber auch von meinen Kindern, die in der Klinik arbeiten zum Teil, dass es ganz einfach schwierig ist, in Notsituationen ganz schnell jemanden zu finden, der tatsächlich auch lebensnotwendig etwas dolmetschen kann. Und da gibt es eben keine Anlaufstellen oder normalerweise keine Möglichkeiten oder keine Regelungen, wie man das schnell machen kann. Und dann ist das Einfachste zu gucken, wer in der Umgebung spricht die Sprache. Also da liegt so vieles im Argen, wo man anfangen könnte. Darf ich noch mal Maren spontan darauf antworten? Da gibt es ja das Modell des Klinikums
bin ich zu hören, weil mein Mikro, ja, okay, das Modell des Klinikums Eppendorf in Hamburg, die haben sich doch, glaube ich, so etwas wie einen Dolmetscherpool geschaffen von qualifizierten Dolmetschern, die quasi auch mit Schichtmodell Rufbereitschaft haben, was natürlich auch irgendwie kostspielig ist. Aber ich glaube, das Hamburger Klinikum Eppendorf ist sich eben dessen bewusst geworden, dass eine unqualifizierte Verdolmetschung viel mehr Schaden anrichtet, als eben sich einen qualifizierten Dolmetscherpool aufrechtzuerhalten. Ad eins. Und zweitens, von wegen Bewusstsein, sind sich denn auch alle Dolmetscherinnen bewusst, dass sie eventuell bei belastenden Situationen selbst ein Sekundärtrauma davon tragen können? Das heißt, wie bewusst sind sich die Dolmetscher, dass sie eventuell auch selbst Revision brauchen? Und gibt es dafür auch schon Anlaufstellen, dass sie selbst sich immer wieder befreien können von den Erlebnissen? Möchtest du, Isabel? Also im Klinikum Eppendorf, in dem Projekt Zwischensprachen, war die BI auch beteiligt. In den Diskussionen, in dem Symposium, das sie organisiert haben, und auch an der Ausarbeitung beziehungsweise ja an der Grundlagenausarbeitung für die Schulungsfilme, die nachher in einem EU-Projekt auch ausgearbeitet wurden. Das ist sicher ein sehr nützliches Projekt. Es war bedauerlicherweise auch nicht von Dolmetscherseite am Anfang angestoßen, aber zu unserer großen Freude sind eben Dolmetscherprofis mit einbezogen worden, und das ist sicher eine Art Vorzeigeprojekt. Ich weiß aber nicht, da es mit EU-Mitteln mitfinanziert worden ist, inwieweit das eben ausgeweitet oder weiter ausgerollt werden könnte oder an anderer Stelle sozusagen imitiert werden könnte, weil da doch sehr viele EU-Mittel in diese ganze Konzeption und die Ausbildung eingeflossen sind. Aber ein Teil könnte sicher beispielhaft an anderer Stelle übertragen werden. Und jetzt habe ich den zweiten Punkt vergessen, wie das so üblich ist in den Diskussionen. Der zweite Punkt war das Bewusstsein der Dolmetscher selbst, dass sie eventuell ein Sekundärtrauma. Bei manchen ist das nicht so. Bei manchen hatten wir in der Beobachtung der Hospitation den Eindruck, dass das tatsächlich der Fall ist, auch in der Art und Weise, wie sie sich im Dolmetschen verhalten haben. Und wir haben das eingeführt in der Vorbereitung und auch in den Schulungen als Empfehlung. Und alle DolmetscherInnen der Berliner Initiative, die an dem Projekt teilgenommen haben, haben selber eine Traumapräventionsschulung vorher mitgemacht. Und wir haben das auch dann für die Mentees angeboten, eine Traumapräventionsschulung, die sehr gut angekommen ist. Und es ist ein großes Bewusstsein geschaffen worden dafür, dass das notwendig ist. Und ich glaube, das ist auch etwas, was man bei unseren Berufskollegen, Kolleginnen im Konferenzdolmetschbereich auch noch deutlich machen muss, dass man da ganz anderen, auch emotionalen Situationen ausgesetzt ist, wenn man in diesem Bereich sich engagiert, als das normalerweise im Konferenzdolmetschen der Fall ist, und dass man sich dessen bewusst sein muss und sich dafür wappnen muss und auch entsprechende Lösungen für schwierige Fälle bereithalten muss. Aber es besteht da noch nicht so ein allgemeines Bewusstsein, auch nicht bei den Nutzern der Dolmetschleistungen. Vielleicht, wenn ich noch ergänzen darf, ja. Gerne. Also ich kann mich natürlich nur anschließen und die Frage vielleicht noch mit Ja und Nein beantworten. Ich finde, ja, wir bekommen viel Unterstützung von vielen Stellen, wie von Margarete angesprochen. Und das ist auch was, was ich beobachten konnte. Es gibt viele Stellen, viele Personen, die sich auch schon sehr intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt haben
und die wirklich das Bewusstsein haben, das Wissen haben über zum Thema Dolmetschen, zum Thema Rolle der DolmetscherInnen, die psychosoziale Beratungsstelle hier in Berlin zum Beispiel, aber auch wirklich viele andere. Also da scheitert es nicht, sage ich mal, an der Unterstützung oder der Bereitschaft. Und vielleicht noch als zweiter Punkt das Thema Supervision, das auch Teil unseres Projektes beim BAMF war. Also nicht nur auf der einen Seite die Traumaschulung als Präventivmaßnahme im Vorfeld, sondern auch während des Projekts eine laufende Supervision. Ich denke, da sollte der Weg hingehen für das Thema Dolmetschen im Gemeinwesen. Wir haben eine Wortmeldung, Daria Schirokova. Da würde ich jetzt Daria bitten, ihr Mikrofon anzumachen. Und hinterher hätte ich noch eine Frage, die genau da einhakt. Aber erstmal Daria. Ja, hallo. Guten Tag. Ich hoffe, man sieht mich auch gleich. Und ich möchte meine Frage auf Russisch stellen. Здравствуйте, спасибо большое за интересный доклад. У меня такой вопрос в том, что касается коммунального перевода. Как вы правильно сказали, миграционный кризис стал толчком к возникновению вашей и подобных инициатив. И, насколько я знаю, кроме того, в этой сфере намного раньше, чем в сфере конференц-перевода, стали разрабатываться различные инициативы по видеопереводу, то есть по удаленному последовательному переводу. И в этой сфере еще до пандемии коронавируса как раз в области коммунального перевода работало несколько фирм, которые предлагали услуги переводчиков дистанционно и оплачивали, соответственно, эти услуги поминутно. И мой вопрос, скажите, пожалуйста, как ситуация в этой сфере изменилась в пандемию? Получил ли свое дальнейшее развитие удаленный последовательный перевод, видеоперевод? И насколько пандемия повлияла на условия труда переводчиков в сфере коммунального перевода? Спасибо. Und ich gehe davon aus, dass wir dann gleich eine konsekutive Verdolmetschung bekommen. Moment, sehe ich noch nichts. Daria, weißt du, wer dafür zuständig wäre? Ja, ich sehe hier Frau Galstian in der Konferenz. Und ich habe auch da im Voraus angekündigt, dass ich jetzt eine Frage auf Russisch stellen werde. Ich hoffe, man hat mich gehört. Vielleicht gibt es ein technisches Problem. Manchmal ist es so, dass das Mikro dann nicht... Ah, doch, jetzt. Jetzt kann ich. Tut mir leid, wirklich ein Problem. Das scheint tatsächlich technisch ein bisschen schwierig zu sein. Daria, da wir nur noch 3 Minuten, oder vielleicht klappt es jetzt. Dann werde ich vielleicht einfach kurz meine Frage auf Deutsch wiederholen. Das und zwar, wollte wissen, so meines Wissens noch vor der Coronavirus-Pandemie gab es durchaus Angebote im Bereich Dolmetschen für soziale Organisationen, auch Firmen, die eben Videodolmetschen angeboten haben. Also noch bevor wir in der Pandemie im Konferenzdolmetschen auf RSI umgestiegen sind, gab es schon sowas wie Remote Consecutive Interpreting im Bereich, in diesem Bereich. Und meine Frage war, wie hat es sich jetzt weiterentwickelt in der Pandemie? Gibt es noch mehr solche Anbieter und solche Angebote? Und inwieweit hat das Einfluss auf die Arbeitsbedingungen von Dolmetschern? Danke.
Ich weiß tatsächlich nicht, ob ich darauf jetzt in einer Minute antworten kann. Das ist natürlich eine sehr spannende Frage und ich denke, das ist etwas, was wir allerdings in allen Bereichen des Dolmetschens beobachten, dass aufgrund der Pandemie natürlich sowohl auf der einen Seite das Angebot als auch auf der anderen Seite die Nachfrage massiv zugenommen haben. Genau, das wäre jetzt so eine kurze Antwort. Die Arbeitsbedingungen wurden ja auch angesprochen und das hätte ich auch ganz gerne vielleicht schon als letztes Schlusswort ergänzt, weil Margarete es so schön angesprochen hat auch, dass es da ja nicht jetzt nur um unseren monetären Verdienst geht, sondern wirklich darum zu sagen, wenn diese und diese Arbeitsbedingungen nicht bestehen, also wenn der Ton schlecht ist, jetzt vielleicht übertragen auf die Videokonferenzsituation oder ich am Telefon dolmetsche, dass ich dann eben nur eine entsprechende Leistung bieten kann. Noch ganz klar zu sagen, was sind denn gute Arbeitsbedingungen für alle Bereiche? Also ich würde da den Unterschied gar nicht so stark machen zwischen online und offline. Also die Problematik besteht für mich weiterhin. Sie ist jetzt natürlich etwas verschärft, vielleicht für die Online-Situation und das wird massiv befeuert, aber ich denke, die Thematik bleibt die gleiche. Das Bewusstsein zu schaffen, auf die Gefahren hinzuweisen und wirklich ganz klar zu sagen, nach 10 Stunden konsekutiv Dolmetschen, alleine in einer emotional belastenden Situation, werde ich nicht mehr gut dolmetschen können oder werde ich diese Leistung nicht mehr bringen können. Und das kann selbst der Super-Dolmetscher nicht. Vielen Dank auch für diese Antwort. Wir haben keine Zeit mehr. Ich habe noch ungefähr 5 Fragen alle auf meinem Blog stehen, die ich jetzt alle nicht mehr stellen kann, aus Zeitgründen. Aber wir können uns ja durchaus im Nachgang noch austauschen. Was ich gerne vielleicht noch loswerden wollen würde, ihr habt ja gesagt, MA-Arbeiten zum Beispiel, dass man die in dem Bereich schreiben könnte. Was ich spannend fände, weil mich dieser Bereich der Kinderdolmetscher sehr, sehr interessiert. Und ich weiß, das wird auch in der Forschung ja sehr kontrovers diskutiert, dass es teilweise sehr abgelehnt wird. Andere sagen, es kann aber durchaus auch eine positive Rolle spielen, wenn die Kinder Agency haben, in irgendeiner Form eine Kontrolle, je nachdem, in welchem begrenzten Bereich, wenn sie in einem sehr begrenzten Bereich eingesetzt werden. So oder so ist es ja eine gesellschaftliche Realität, die erstmal nicht verschwinden wird. Ich glaube auch, die insgesamt nicht verschwinden wird. Vielleicht können wir dazu führen, dass sie in bestimmten Bereichen professionalisiert wird. Aber als gesellschaftliche Realität wird das immer in irgendeiner Form vorkommen. Und da wäre die Frage, gibt es Initiativen, da direkt bei den Kindern anzusetzen, also in den Schulen zum Beispiel Kurse anzubieten, Projekte anzubieten, abzufragen, wer dolmetscht denn? Und da dann ganz niedrigschwellig mit den Kindern mal über Dolmetschen zu sprechen. Eure Rolle als Dolmetscher, macht ihr das? Wenn ja, wie macht ihr das? Wie fühlt ihr euch dabei? Also nicht auf der Rolle der beruflichen, auf der beruflichen Ebene anzusetzen, sondern wirklich jetzt rein im Bereich der Kinderdolmetscher. Und da vielleicht auch eben, das kann ich mir zum Beispiel als eine Masterarbeitskooperation ganz wunderbar vorstellen, wenn es solche Initiativen gäbe, wäre ich da total und sofort dabei. Auch sowas gerne zu entwickeln. Können wir uns vielleicht ja einfach im Nachgang noch austauschen. Wir sind tatsächlich jetzt schon über der Zeit. Insofern muss ich leider die Konferenz jetzt beenden. Bedanke mich bei allen, die dabei waren, allen, die mitdiskutiert haben. Ganz besonders natürlich bei Isabel und Margarete für die tolle, tolle Konferenz, für euren Einsatz, für eure Initiative. Ganz großartig. Ich ziehe meinen Hut und bin voller Bewunderung. Ich kündige sehr gerne die Konferenz in 2 Wochen an. Nächste Woche haben wir keine, weil es Projektwoche am Fachbereich ist. Da finden keine anderen Unterrichtseinheiten statt. In der Woche danach haben wir Monika Bomm, die uns etwas erzählt über Dolmetschen in leichte Sprache, Schwierigkeiten und Chancen aus Sicht einer Dolmetscherin. Auch das, glaube ich, ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich freue mich ganz arg, dass sie zu uns kommt. Bin sehr dankbar, dass ihr heute da wart. Vielen Dank dir, Sabine, auch für das Engagement heute in der Konferenz. Vielen Dank an die Technik.
Ich wünsche allen ein wunderbares Wochenende und zwei gute Wochen in diesem Falle. Und viele Grüße zu euch und vielen Dank. Macht's gut, dann würde ich die Konferenz jetzt beenden. Ja, vielen Dank, dass wir dabei sein durften. Und als Pfälzerin komme ich auch gerne mal wieder nach Germersheim, wenn es wieder möglich ist. Das ist wunderbar. Und ihr habt beide eine Mittagessen-Einladung. Normalerweise gehen wir mit unseren Gästen immer hinterher zum Mittagessen. Das ist im Moment ein bisschen schwierig. Aber ihr habt quasi jetzt einen virtuellen Gutschein, dass wir gemeinsam mal Mittagessen gehen. Und ich kann dem Dank nur anschließen. Oh, Entschuldigung, Isabel. Also ich wollte mich einfach dem Dank nur anschließen. Es hat mich sehr gefreut, euch hier zu sehen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die Berliner Initiative auch über kurz oder lang auch von mir mal eine Mail oder ein Interesse an irgendeiner Zusammenarbeit bekommt. Allerdings bin ich geografisch sehr weit weg von Berlin. Also an wöchentlichen Treffen könnte ich, glaube ich, nur virtuell teilnehmen. Aber auch da mich interessiert dieser ganze psychologische Bereich im weitesten Sinne des Wortes ungemein. Und ja, ich finde die Initiative ebenfalls großartig und schön, dass ihr bei uns wart, auch wenn es so weit weg war. Schön, dass ihr bei uns wart. Ja, macht es alle gut, auch alle DolmetscherInnen in den Kabinen. Vielen, vielen Dank für die tolle Arbeit heute wieder. Und machen Sie es alle gut. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.